Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Runde gegen Maxim. Mal gucken, ob wir das Ganze diesmal ein bisschen besser umsetzen können. Eben war die Map auch gigakacke für uns. Ja, ich habe nicht mal die Schafe am Anfang gesehen. Nicht mal die ersten vier. Wenn der Stott am Anfang GG ist, ist halt Repsol. Dann kann ich das absolut verstehen. Aber ich muss jetzt sagen, das, was jetzt gerade passiert ist, habe ich auch so noch nicht erlebt. Was hast du getan? Ich habe halt wirklich, das Schaf war da, bevor der erste Dorfbewohner gebaut worden ist. Also das ist halt ein kleiner Lebenstraum. Und ich sehe den Boar. Wenn ich jetzt noch ein Holz finde, kommt das schnellste Schloss der Welt. Bitte sei kein Teich, bitte also kein Teich. Also ich freue mich ja für dich sehr, aber... Ja, hör auf, also wenn du jetzt wieder so Psycho-Sachen machst... Nee, das wollte ich, oder? Ich möchte auch, dass die Zuschauer mich nach diesem Event noch mögen, ne? Also ich stelle mir das als Maxim-Liebhaber, stelle ich mir das schon sehr anstrengend vor. Aber ihr müsst halt vorstellen, Leute, das war der Plan, ne? Wir müssen da leider ein bisschen... Wir müssen da leider ein bisschen... krass sein, so, was die Sachen... Ach so, und ich habe den Giga-Fail mit meinen Schafen gemacht und die... Ich habe kurz nicht hingeguckt, die haben alle geschlachtet. Ja, das... Ich musste auch eine zurückziehen. Eine Frau hat gedacht, Guys... It's time to love Amok, so. Ich war so sad, so. Und ich dachte mir einfach nur, fick mich. Aber ich habe extra beim Training, habe ich die ganze Zeit, die Runde, die ich verkackt habe, habe ich halt ausgespielt. Genau für diese Fälle, ne? Warte mal. Ach, seriously. Also überkrass verliert man am Ende gar nicht. Ich muss sagen, ich war auch irritiert, wie gut man mit Feldern aufholen kann. So. Naja. Das war schon... Es ist nicht unmöglich gewesen. Bin ich blind oder bin ich einfach dumm? Bin ich blind oder bin ich ein übelst krasser Babulo? Hallo? Oh, ich hab vergessen, das Schaf drunter zu stellen. Ich glaube, ich bin einfach dumm, oder? Nee, ach Gott sei Dank. Alter, ich dachte schon. Alter, rennst du mal weiter? Du Hirnloser. Einfach nicht. Oh, ich hab den Scout einfach nicht scouten lassen. Ach komm schon, Mann. Das ist doch jetzt nicht zu viel verdankt hier. Geh doch mal arbeiten. Zweiter Boar auch gesehen. Das ist eine völlig andere Runde, Guys. Ah, freut mich ja übel für dich. Voll cool. Voll cool, geil. Jetzt mache ich ja mal die Psychospielchen. Du machst keine Psychospielchen, du lügst ja nicht. Ja, das stimmt. Ich bin halt einfach ehrlich. Bei dir läuft es halt einfach gut und das freut mich ja sehr für dich. Das ist ein Psychospiel. Das ist halt wirklich. Ich fühle mich halt wirklich belastet. Wenn ich jetzt noch ein Deer in meine Base lure, dann können sie Florentin und Donny warm anziehen. Korrektus. Ein bisschen strange, dass wir das jetzt machen, aber wir sind halt einfach krass. Babolo, Babolo, Babolo. Manchmal geht es auch einfach darum, zu zeigen, dass man einen dickeren Loris hat. Muss den Loris okay. Auch mal benutzen. Ja, das war jetzt okay, ich hab einen verloren. I did it. Alt-Rechtsklick ist nicht mehr das, was es mal war. Du, das sagst du auch in deinen Aufnahmen ständig, aber du bist einfach scheiße. Ja. Also das Rumgeheule deswegen und das Spielblame. Das ist halt insane. Also wie gesagt, das war's. Donny, ich hab verloren. Es ist halt wirklich, als Heulen kann man das ja nicht mehr bezeichnen. Das ist ja schon Giga-Heulen. Aber es ist halt, du bist halt einfach alt, ne? Das darf bin man halt alt, auch so nicht dumm vergessen. Und schlecht. Und ich bin jung, dynamisch und habe gerade ein Reh in meine Base gelurkt. Wirklich? Ja. Okay, dann hast du jetzt gewonnen. 1-1, nächste Runde. Okay. Oh. Du hast keins gelört, stimmt's? Doch, ich habe wirklich eins gelört. Da verarsche ich dich ausnahmsweise. Ist ein bisschen sad, dass ich ausnahmsweise bei sowas sagen muss. Ja, ist wirklich sad. Aber das bist halt du. Ja. Ist ja auch okay. Man muss ja auch zu seinen anderen Arten stehen. Eine Art ist einfach nur... Oh, fucking hell, bin ich da ein bisschen früh dran mit? Scheiße. Ich bin eher dumm. Dumm dran. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, Kanone. Also Altrechtskrieg ist noch genau das, was es immer war. Finde ich sehr cool. So. Altrechtskrieg, sagst du. So, zack. Ago. Ja, Leute, wir haben ein bisschen die Übersicht verloren hier. Was mal eigentlich unser Plan war. Aber... Dieses Reh in die Base lurken war eine Challenge und die mussten wir gerade auch einfach mal machen. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht in dem Moment. Ist jetzt nicht. Ist jetzt zweitrangig, ne?
Ist wirklich nicht wichtig. It's all about sending a message. It's all about dying again to the boar. Ja, ich habe mir vorher unglaublich viele Cheese-Taktiken angesehen. Ja. Fand ich alle kacke. So. Also, es gab so ein paar, die ich ganz interessant fand. Also, dieses Ding in deiner Baseball, das hat er ja nicht erfunden. Es gibt eine Series, die ganz cool ist. Nennt sich die abgefucktesten quasi. Also, okay. Das heißt ja nicht. Most annoying Tactics oder sowas. Das an sich ist das mega cool. Aber das Problem dabei ist, dass es halt. Das sind halt alles auch Taktiken, wo ich mich danach nicht dafür feiern kann. Du schämst dich danach quasi. Ja. Und es sind auch, ich glaube auch nicht, dass die so erfolgreich sind. Also ich glaube prinzipiell, dass das Cheesen in AOE gar nicht so krass ist. So, also es gibt einfach Games, wo es deutlich heftiger belohnt wird. Johnny, lenkst du mich gerade von irgendwas ab? Nein, wie kommst du drauf? Ich würde ja niemals cheesen. Deine Seele ist einfach komplett kaputt. Glaubst du etwa, dass ich darüber rede, dass ich niemals cheesen würde, während ich cheese? Johnny, ich schicke gerade meine Schafe zum Scout. Wo ist eigentlich dein zweiter Boar hin? Er ist schon tot. Schade. Zu simpel. Maybe next time. Too soon. Too easy. Oh Gott. Oh. Was ist los? Oh, ich hätte fast ein gegen was verloren, aber. Dann ist mir eingefallen, ich bin ja nicht Maxim. Du bist nicht Maxim Markov. Kacke. Kann es sein, dass die Map einfach 100 mal größer ist? Ja, ich weiß. Ja, mega, ne? Eben als ich die Map gestartet habe, dachte ich mir auch so, Alter, meine anderen drei Maps kamen mir kleiner vor. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ich wollte mich nicht beschweren, ne? Kleinere Maps sind ja prinzipiell für mein Mindset. Warte, hey! Krass, Mann, ich hab nicht mal was gesagt! Ja, aber das hat sich schmerzhaft angefühlt. Aber also manchmal sage ich wirklich nicht so, du rastest schon völlig aus, ne? Na, durch. Oh. Bist wirklich ein bisschen durch, ne? Piu-piu. Piu-piu. Yay, oh. First Blood! Mann. Das passiert mir leider quasi immer. Das passiert mir leider. Vor allem diesmal habe ich Piu-piu von dir vorher gehört und ich hab trotzdem nicht reagiert. Ich bin da echt nicht so gut drin irgendwie. Das ist okay. Ich nehme es jetzt so an, wie es ist. So. Oh. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Sidestep. Piu, piu, piu. Nein, nein! Er ist ja genau da drunter, Alter! Und ich denke mir, du memst mich, dachte ich, weil du so nah ran bist. Und dann läufst du immer näher und richtig. Oh nee, das ist Karma. Karma des Todes. Nein, das ist einfach richtig gutes Karma. Riesenfan von dem Karma. Why? Das Karma mit Lane ist so YMCA. Bitte, bitte. Ne? Ne, nicht dein Jam. Nee, Kondo. Okay, krass, calm down. Kondo down. Kondo down. Wo ist mein scheiß Gold? So. Oh shit. Aber ich hab echt zu wenig Holz abgebaut. Ich bin so langsam im Denken. Ich meine, für mich hat sich jetzt so APM-mäßig jetzt einiges erledigt, so nachdem der Scout tot ist. Bin ich vor dir? Nein, aber der Gruppe. Ist ja krass. Was war da? Schon, ja. Also krass schlecht von dir, aber. Bin ja auch einfach ein Kacknoob. Mann, du kannst doch was nicht sagen! Ich fühle mich aber so. Oh, ich hab meinen Scout verloren. Ja, das war auch wirklich peinlich. Das ist halt ein Drittel meines Schadens am Anfang, weißt du? So. Nein, aus, böse. Böse, reimt sich auf. Hiebe. Okay. Ach komm, als ob das nicht die Taste ist. Manchmal ist das so random. 75 Holz. Ich klicke da jetzt so lange drauf, bis es da ist. Häuser. Das ist halt wirklich. Ich werde leider echt noch relativ oft gehaust. Das ist nicht gut. Ach, danke! Das muss ich jetzt mal so sagen. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte immer, das ist das Ziel des Spiels. Immer ein schönes Haus bauen. Korrekt. So, ja.
So, bauen wir jetzt mal. Ihr seid arbeitslos. Danke. Ja, keine Tiere mehr da sind. Was macht man da? Oh, okay, krass, Maus, Raster. Okay, calm down. Was ist los, was ist los? Alter, meine Maus ist einfach komplett giga auf mich gegangen. Das finde ich gut. Nee, definitiv nicht. Aber hey. Alter, ich zitter so krass. Echt? Ja, ich bin ja krass am Hasseln. Aber ich bin auch schlecht. Ich stehe einfach das Prinzip hier von diesem Abreißzeug nicht an. Oh, ich mein Gameplan, der ist irgendwie... Ist irgendwie nicht mehr so da. Ist irgendwie verloren gegangen zwischen. Oh Mann, ey. Aber dann hörst du zwischendurch, wie ich fluche und dann geht's wieder besser. Ja, ja, das ist halt wirklich so. Das ist so ein richtiger Boost. Ah, ich kenne das. So richtig. Ah, er flucht. Sex. Okay. Das ist halt einfach schön. Calm down. This is a bit too much. This is a little bit too much. Warte. Ich lege immer meinen Typ, der die Bohrangriff, lege ich auf die 2 und der lebt immer noch. Wie ist das denn bei dir? Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ich verstehe das Prinzip aber nicht, Leute. Sehe ich das hier falsch? Oh. Bis am Anfang sind wir ultra tanky. Und alle raus. Geht mal arbeiten, ist nur Johnny. Aber ich muss. Die sind gar nicht tanky, ich habe keinen Loom gemacht. Komplett dumm. Ding, 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 ding. Ah, okay. Also hier so ein Hauer. Ah, eigentlich will ich nur, dass du Truppen baust. Ich baue immer noch so viele Truppen, wie ich muss. Darüber kann man jetzt wohl unterschiedlicher Meinung sein, ne? Wow, das war einfach ein Double Kill. So. Hast du was von mir gekillt? Die sind alle gestorben, weil ich die genau in den Dorfzentrum geschickt habe. Ich weiß. Ich war ja da beschäftigt, während du dich mit dir selber... Ich bin halt... ...amüsiert hast da. Das war richtig. Ich bin halt komplett GG. So. Jetzt wieder mit einem leichter Holzüberschuss. Was ist jetzt? Das Was machst du denn hier? Ich fühle mich so verarscht manchmal von dem Spiel. Was? Wie? Wie wir spielen? War das? Ich fühle mich verarscht vom Spiel. Ja. Und was war daran jetzt so schlimm? Was war daran falsch? Das weißt du jetzt genau. Okay, okay, was redest du? Manchmal redest du einfach nur, um zu reden. So, weißt du, du hast auch 5 Sperrmenschen gebaut. Das ist ja übelst übertrieben. Alter, ich weiß, dass du immer 4 Speer baust. Was soll ich dir sagen? 4? Oh, niemals 4. Also jetzt muss ich 4 bauen, weil ja, gestorben ist, aber... Ja. Keine bewusste Entscheidung. Alter, jetzt bringt doch mal das Essen in eure Base. Danke. So. Oh, ich hab Rücken, aber ich finde ich geil. Aber nee, warte mal, was hab ich gesagt? Alter, Maxim, manchmal musst du wirklich überlegen, ob du die Dinge, die du denkst, auch sagen solltest. Ja, das ist halt wirklich... Und ganz oft ist die Antwort darauf überraschenderweise nein. Oh, scheiße. Ganz oft ist die Antwort Mahama Belakum. Wo ist mein Stein? Ach ja. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, was ich hier gemacht habe. Aber hey, kommt, Jungs, ne? Man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Oh, ich glaube, im ersten Game habe ich wirklich getryhardet, jetzt fühle ich mich wirklich schlecht. Ja, man kann das Tryhard nennen, was du da gemacht hast. Man kann das. Kann das Cryhard. Cryhard auch, ja. Das wäre jetzt nicht komplett gelogen. Aber es gegeben lassen. Nichtsdestotrotz ist es G to the Genius. Wie läuft das jetzt hier ab, Jungs? Wie wollt ihr das machen? Oh mein Gott, what? So. Oh, ich fühle mich, das ist schwierig. Okay, da bin ich jetzt gigamindblown, dass das ging. Aber. Was? Ne. Was ist los? Ach, Maxim, du weißt doch, wie das ist. Ich rufe manchmal einfach vor mich hin. Du musst da nicht immer. Johnny, sag mir, was ist.
Say what you want from me. I want you dead by daylight. Dead by daylight. Die, fucking die. Okay, krass. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Da so. Müssen wir ja Grenzen definieren. Müssen wir auf jeden Fall eine kleine Gondo. Kondo-Mondo machen. So. Das könnte awkward. Oh, was ist los? Ich bin hier die ganze Zeit mit drei Reitern hinterhergelaufen, ne? Und ich habe allerdings nicht bemerkt, dass die nur ein HP haben. Das heißt, er hätte sich umgedreht und Triple gemacht. Ja, übel. Und ich denke mir so, oh, ist der auch so low? Nope. Full life. Der ist halt giga gar nicht low. Das war nicht irgendwie... Giga gar nicht low. Irgendwas ist da ein bisschen falsch gelaufen. Apropos falsch gelaufen. Was ist dein fucking Problem hier gewesen? So. Ja, da habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen getrollt, aber hey. Ich verstehe es ja nicht. I don't understand anything. Verstehe schon ein bisschen was, aber halt nicht so viel. So. Ihr müsst jetzt arbeiten. Ihr müsst jetzt mal wirklich mal auch mal die Hände in der Hand nehmen und auch mal was tun. Wir machen das mal so. Aber das Hauptproblem ist halt wirklich einfach immer noch, dass ich nicht weiß, so was geht. Wie lange bist du schon in der Zeit? Ein bisschen. Bisschen viel oder bisschen? Da ist nur einer. Fuck him up. Ah. So, auch wieder nur einer. Fuck him up. Oh, ei. Ja, wer zu lange draußen bleibt, wenn das Licht ausgeht, dann kommen die Steine. Dann ist er drin, na? Der ist halt einfach gigarit dann. Was macht ihr eigentlich solche Geräusche, als wenn es stirbt? Das sind die hier. Was machst du? Du schickst Arbeiter nach vorn. Was? Nein. Doch. Nein. Wieso kommen meine Reiter da nicht hin? Verstehe ich auch nicht. Oh, die sind ja komplett verwirrt. Bis ich das Gesuchte gefunden habe hier, Mann. Ne? So, okay. Oh, okay, das habe ich mir anders vorgestellt, da bin ich ganz ehrlich. Alter, wie schnell Kamele sind. Das kannst du ja keinem erzählen. Oh, mir kannst du das schon erzählen, aber ich glaub's halt nicht, ne? Nein, wirklich schnell. Ah, fuck. Fucking fuck, fuck. Ja, fuck. Fucking fuck, fuck käme danach. Ist aber auch gemein, was du da machst, ne? Das sind die Türen, meinst du? Die geben sich da größte Mühe, das die ganze Zeit aufzubauen, ne? Und du kommst einfach und machst das kaputt. Was macht dieser eine Typ da? What is he doing? Wie ist das passiert? Wie ist was passiert? Hab nicht, ich höre die ganze Zeit Schwertgeräusche. Ah, du bist ein dummes Kamel, Alter! Warum bist du manchmal so unausgeglichen? Ja, ist wirklich okay. Immer. Was war denn mein Plan hier? Okay, was war mein Plan hier? Hä? Ah, na gut. So. Oh, ich habe jetzt hier ganz schön viel Holzfäller. Jetzt verstehe ich das, was hier passiert ist. Komm schon! Ich Papa bin Haust! Es ist passiert. Und ich bin kein Spanier. Du bist lange Haust. Ich bin halt wirklich Giga Haust. Ständig Haust, aber immer nur kurz. Kevin Haust allein, Alter. Ah, du bist schon ein witziger Typ. Manchmal ist es lustig, ne? Ja, manchmal ist es schon sehr lustig. So, jetzt mal hier eine Universität, damit ihr auch mal was lernt, ihr dummen Idioten. So. Ich verstehe einfach das Prinzip. Also, ich brauche auch eine Uni, ey. Ich brauche eine Uni, um meine Menschen zu verstehen. Dun, 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 dun. Nee.
Das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere die Bedingungen, Lebensbedingungen hier nicht. Hey, mach doch nicht meine schönen Gebäude kaputt. Kannst du so jetzt nicht machen. Alter, wie viele Mauern du da hingestellt hast, ne? Oh, fuck. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein kleines Revival-Moment. Da fehlt mir ein bisschen die Idee, weißt du? Die Schmäh. Diese Kamelreiter sind halt gut gegen Kavallerie, ne? Aber die sterben durch einen Pfeil. Du hast gesehen, das Dings hat's geone-shottet, ne, das Kamel. Ja. Es ist halt legit geone-shottet worden. Das sind mal gute Neuigkeiten. Seht ihr das jetzt alle zusammen? Seid ihr so? Ich habe aber auch schon wieder in meinem Baseball einen Giga-Fehler gemacht. Ich weiß nicht, warum ich dafür einfach zu dumm bin. Aber es passiert jedes Mal, also. Ups. Das habe ich auch vergessen. Oh, shit. Wow, was macht ihr da drin? Oh, wow, ihr one-shot. Alter, aber brutal. One-shot ihn halt auch. Das Witzige ist, ich kann auf die hinten zielen und kann trotzdem die vorne angreifen. Hey, oh. Sieht auch sehr amüsant aus, muss ich sagen. Aber das ist genau dasselbe Gefühl, was ich das letzte Mal hatte. Ich habe übrigens geguckt, mein durchgequatscht Age of Empires ist genau ein Jahr her. Oh. Und da habe ich mit Marco genau darüber geredet, dass ich mich in solchen Situationen immer relativ lost fühle. Ich habe aber auch wieder den Sprung zur Zeit einfach nicht schnell genug gepackt, ne? Das ist einfach alles ein bisschen slow. Brauche ich noch ein bisschen. Aber das ist doch so ein Deathboy, den du hier hast, ne? Ja, das ist halt... Also es ist okay, es ist nicht überragend, ne? Es ist wirklich so Mittelmaß. Aber es ist halt nett so. Also ich meine, es ist halt... Es funktioniert halt gegen dich. Ja, so. Das ist es halt, ne? Aber das muss es ja auch nur. Das ist ja der Sinn. Aber ich habe auch schon wieder... Ich habe zwei... Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Spanier haben ja normalerweise übel billige Upgrades, weil du ja das Gold nicht bezahlst. Ja. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt in beiden Games quasi meine Schmiede verpasst. Du hast die nicht gebaut? Ja. Und dann kriegst du die Upgrades nicht, ne? Ja. Rip. Ja, das ist jetzt super dumm. Das heißt, eigentlich müsste ich die Schmiede quasi viel, viel früher spammen. Und dann hätte ich da natürlich auch mehr Mitspracherecht. Und dann pimmel ich irgendwie eine Zeit lang immer so rum, weil ich meine Eco nicht mache, statt einfach mit dem Marktplatz das wieder auszugleichen, Meister. Ja, Marktplatz-Mechanik habe ich halt auch ein bisschen durch Stronghold gelernt. Ja, ist einfach, da ist es ja broken, aber hier, es fühlt sich immer... Hier ist es halt ein netter Ausgleich. Ja, weil du dieses Tauschen in Gold dann wieder zurück ist halt da, ne? Ja, schade, war doch der Stomp, den ich leider ein bisschen erwartet habe. Boah, ich bin halt froh, dass es... Ja, ich hatte überlegt, ich habe halt mit den Azteken, hast du ja 50 Gold mehr, ne? Aber es gibt halt eine Taktik, dass du quasi deine Kaserne früh baust, statt der Mühle. Mhm. Und daraus dann Milizen pumpst. Um daraus quasi dann Stress zu machen. Die Militia Rush. Aber ja. Das ist, da muss man auf jeden Fall die kleine Karte nehmen. Ja, und ich habe es halt 3-4 Mal gespielt und es ist halt... Also, das ist halt auch anstrengend. Ja, und wenn der Gegner ein bisschen smart ist, ich denke mir die ganze Zeit so, warum gewinne ich das, weißt du? Ja. Also, wenn du klug wärst, wäre ich jetzt lost. Ja, GG! Cool. Achso, ich kann aufgeben drücken, ne? Das ist natürlich dramatisch. Auf meine krassen Cutter-Frags ficken. Sie haben verloren! 50 Siege habe ich freigeschaltet. Oh, ich habe auch richtig viel Rückenschmerzen freigeschaltet. Das ist halt auch okay. Mein Nacken ist einfach nur so, prepare, please, hold my head, while I'm working. Ja, Leute. Du hast aber auch keine schöne Base. Nee, gar nicht. Ich hab den Stein irgendwie nicht mit reingenommen. Das war irgendwie nicht smart. Aber wo sind meine Steine? Also die sind halt da links. Ja, ist halt komplett. Also du hast ein sehr nahes Stein. Mein Stein ist, glaube ich, meins ist 100 Kilometer, oder? Nee, meins ist schon weg. Es war auf jeden Fall ein bisschen weiter als deins. Aber ich sehe jetzt auch nicht mehr die Welt da. Ja, du warst ein bisschen offener als ich. Ja, aber ich meine, das... Ich hatte eher das Problem, dass ich wieder die Steine außerhalb... gelegt hatte und mir dann dachte, ha, hol ich denn jetzt an Steine. Ja gut, aber Steine muss man zum Beispiel planen. Die 200 Steine sind ja mit Absicht da. Du kannst halt zwei Town Centers bauen oder halt, ich dachte wirklich, dass du mich Tower Rushst irgendwann. Ja, ich habe auch, also, aber das habe ich halt nicht viel gepracticed, so. Was ich aber getestet habe, es gibt ein, dass du deinen Gegner, weil ich dachte mir, wenn du greedy wirst und quasi meine Sheeps versuchst so und so, gibt's halt eine Sache, dass du den Scout, wenn er weit rausgeht, irgendwie punnest und Gegner einwallst.
und daraus dann einen Turret Rush quasi langsam aber sicher machst. Und das sieht mega witzig aus. Ja. Aber ich habe mir das angeguckt und er verliert das Spiel halt. Ja. Also ein One. Es hat 1:1 meint so. Was machst du denn? Also du hast halt, du hast wahrscheinlich einfach nicht geübt, wie man. Wo ist deine Mühle? Ach da. Wie man. Also was man quasi macht. So. Also wie gesagt, ich bin ja auch ein. Das wirst du dann bei den anderen Games auch merken. Dass das Pferd nur einen Trick kann. Aber deswegen kommt ja jetzt der Reverse Storm, meine Damen und Herren. Ja, jetzt kommt halt wirklich. Du weißt, was kommen wird. Wir spielen natürlich StarCraft 2. Wirklich? Oh yes. Oh, wenn mich da willst, mich ficken. Aber sowas von. Ja, oh, das haben wir das nächste Mal. Am morgigen Tag, ne? Tschüssi.